Jan Brok von der Raiffeisen Warengenossenschaft Lohne. Wir sind tätig im, als Lohnspritzer und spritzen für die Landwirte hier bei uns in der Region ca. 3.500 bis 4.000 Hektar im Jahr, verteilt auf die Kulturen Wintergetreide, Sommergetreide, Kartoffeln, Mais als ganz große Frucht und seit 3 Jahren neu hinzugekommen die Zuckerrübe als alternative Futterquelle für Biogasanlagen. Wir haben letzte Spritzsaison eine Agrifac Condor 4000 Selbstfahrerspritze bekommen mit 33 Meter Arbeitsbreite, als zusätzliche Ausstattung ein luftunterstütztes Spritzsystem, das ist Hightech Air, welches das den Vorteil bietet, dass wir mit verringerten Wassermengen spritzen können. Wir spritzen zum Beispiel unseren Mais größtenteils mit 130 bis 140 Liter Wasser je Hektar. Dadurch haben wir enorme Schlagkraftzuwachs, womit wir ca. 30-40% mehr Flächenleistung pro Stunde haben wie mit einer herkömmlichen Spritze. Die Bedienung im, ja, es ist sehr einfach in der Handhabung. Es ist übersichtlich gestaltet. Man kann sich auch, wenn man nicht so viel und so häufig damit zu tun hat mit der Spritze, kann man sich sehr schnell wieder reinfinden, wo man was bedienen kann. Wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal auch nachts weiter spritzen müssen, weil wir ziemlich unter Zeitdruck waren. Wir haben durch die großen Scheinwerfer, die wir dran haben, die Xenon-Scheinwerfer, auch nachts sehr gute Übersicht, muss man ehrlich sagen. Es ist wirklich fast taghell. Also man sieht nicht weniger wie am Tag auch. Die Kabine bietet einen hohen Sitzkomfort, auch sehr übersichtlich. Man kann auch das gesamte Gestänge sehr gut einblicken. Es ist durch die Luftfederung auf jeden Fall erstmal ungewohnt, weil es sanfter federt und auch mal nachschwingt. Aber an sich ist es eigentlich vom Fahrkomfort her höher einzuschätzen wie ein Schlepperfass. Ja, grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass die Arbeit mit so einer selbstfahrenden Maschine deutlich mehr Spaß macht und man abends auch ausgeruhter ist, als wenn man mit einer herkömmlichen Schlepper und einer gezogenen Spritze fährt.